Die überwiegende Mehrheit der Muslime in Deutschland findet unsere pluralistische Gesellschaft und die Demokratie auch gut. Auf der anderen Seite aber findet eine Radikalisierung statt, auch bei den Muslimen bei uns in Bayern. Und wenn man aber versucht, hier den Ursachen nachzugehen, dann stößt man auf Ängste und Vorbehalte. Eigentlich hat die Grundschule Stadtmitte in Neu-Ulm einen hervorragenden Ruf. Der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund ist hoch. Multikulti gilt hier als Chance, dank des Engagements und der Ideen von Eltern und Lehrern. Doch dann kam der Januar. Das begann nach den Weihnachtsferien, als meine Kollegin in der 4. Klasse Ethikunterricht über Charlie Hebdo gesprochen hat. Und in dem Verlauf des Unterrichts kamen dann einige Äußerungen von Kindern, die dann gesagt haben, denen geschieht es gerade recht, die haben das verdient. Die Lehrer sind irritiert, setzen eigens das Thema Weltreligionen auf den Stundenplan, fragen genauer nach und protokollieren mit. Daraufhin kamen dann eben diese Äußerungen, dass die Christen in die Hölle kommen, dass Juden noch schlimmer sind als Christen, die würden auf der Stufe von Schweinen stehen und Christen müsste man töten. Die Schule macht die Äußerungen öffentlich und schaltet die Polizei ein. Die ermittelt jetzt gegen Unbekannt. Was natürlich klar ist, dass in diesem Ermittlungsverfahren nicht die Kinder die Beschuldigten sein können, nämlich die sind ja aufgrund des Alters schuldunfähig, sondern es geht um diese Person oder diese Personen im Hintergrund, die eben dieses verwerfliche Gedankengut an diese Kinder vermittelt haben. Nur, wer sind diese Personen? Vielleicht war ja alles Zufall und die Kinder haben etwas aufgeschnappt. Auf dem Schulhof, im Fernsehen oder im Internet. Eine vermeintliche Spur wird derzeit öffentlich diskutiert. Zwei der Kinder besuchen jeden Sonntag den türkischsprachigen Koranunterricht im Islamischen Kulturverein im Ortsteil Schweighofen. Haben die Hodschas, die Islamlehrer der Gemeinde, eine extremistische Gesinnung? Unsere Hodschas sollen so etwas gelehrt und gesagt haben? Das kann nicht sein. Der Schweighofener Kulturverein ist Mitglied beim VIKZ, dem zweitgrößten deutschen Islamverband. Der weist die Verdächtigungen zurück und spricht empört von einer Hetzjagd auf die Schüler und den Verein. Ja, wir fühlen uns zu Unrecht beschuldigt und verletzt, weil uns Dinge vorgeworfen werden, die nicht wahr sind. Unsere Kinder werden verurteilt für etwas, was sie nicht gemacht haben. Der Verein stellt also sogar in Frage, dass die hier bekannten Schüler die zitierten Äußerungen überhaupt gemacht haben. Auch die Eltern der Schüler, die in der Moschee den Koranunterricht besuchen, bestreiten, dass ihre Kinder sich an den Hetzparolen beteiligt hätten. Wir treffen eine Mutter. Sie möchte im Interview nicht erkannt werden und kritisiert vor allem, dass die Schule an die Öffentlichkeit gegangen ist. Wir stehen dann auch ganz blöd gegenüber unseren deutschen Nachbarn. Mitarbeiter. Es ist peinlich, ehrlich gesagt. Der Kulturverein und die Eltern fühlen sich an den Pranger gestellt. Gestern Abend, 19 Uhr. Die Schule hat die Eltern der 4. Klasse einbestellt. Auch hier will vor der Kamera niemand mit uns sprechen. Die Rektorin der Grundschule ist überzeugt, mit dem Gang in die Öffentlichkeit das Richtige getan zu haben. Weil uns viele sehr viel Respekt und Hochachtung entgegengebracht haben, dass wir es überhaupt öffentlich gemacht haben. Und das Problem ja jetzt nicht nur an unserer Schule logischerweise vorherrscht. Aber die sagen es halt nicht laut. Also mir wundert es einfach ja selber, weil ich lebe ja nun mal in Bayern oder in Deutschland und das darf man ja wohl laut diskutieren. Ich meine, das muss man laut diskutieren, solche Themen. Aber warum ist es dann so schwierig, diese Diskussion zu führen? Die Stadt Neu-Ulm sieht sogar noch ein weiteres Problem, dass sich durch die Debatte eine ausländerfeindliche Stimmung breitmacht. Der eine oder andere ist dann plötzlich vielleicht für gewisse rechtsextreme Parolen aufgeschlossen. Also ich sehe hier schon, dass das in beiden Richtungen äußerst schwierig ist. Aber was, wenn religiöser Fanatismus nun tatsächlich schon in der Grundschule angekommen ist?